Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Sportsfreunde, auf meinem Kanal zu Far Cry 5. Da kommt mein Bruder, der war gerade im Waffengeschäft. Ja, hat mir meine sexy blaue Waffe geholt. Ja. Guck in mein großes Rohr. Das kann ja nicht schlafen. Ich muss gerade noch schnell Vorteilspunkte verteilen. So, wo sind sie denn? Da, Vorteile. Wir brauchen nämlich zu Anfang einmal einen Enterhaken. Den Enterhaken, dann Schlossknacken war vom Vorteil. Dann brauchen wir, nehmen wir einen Platz mehr mit. Und damit war's. Damit war's es. So. Dann werden wir in dieser Folge jetzt mal in den Timer stehen, werden wir die Mission vom Pharao nehmen, oder? Weil dann waren wir dann in False End soweit fertig. Außer der hat der was anderes? Sie. Mein Kumpel hat mir erzählt, Nick Rye würde die Biege machen. Nur ich bin gerade beim Überlegen. Oh, entschuldige. Die ist auch genau der gleiche. Aber ich glaube, blau-schwarze Flammen. Soll ich schon mit zum Fahrer gehen? Ich wollte eigentlich unser neues Fahrzeug noch kaufen. Also ja, dann mach. Ich bin aber nur bei Schwerbein überlegen, schau mal rein und hilf mir gerade mal mit. Bei den Starren die letzten zwei Unterbike. Ich bin nur bei überlegen, blau oder das mit den USA oder das mit den USA Aquamarin ist das. Bei was? Aber ah, in Stern. Und zwei Wochen? Ganz unten. Ich darf den ganz unten nehmen. Schon mit dem Totenschädel und alles drauf. Ja. Ich weiß nicht, der andere hatte, aber sie sind beide von der Bewaffnung her gleich. Ja. Na ja, gut, der untere kostet halt 9 und der andere kostet halt 7,2, gell? Das ist mir wurscht. Ich hätte nur gemeint, dass wir was haben, was wirklich Style nicht bei uns hat. Ja, da, der mit ja gut, da hat jetzt schmale Raffen um und da hat grobe Stollenraffen um. Oh, ich nehme die mit den groben Stollenraffen, oder? Ja, okay. Der ist ein bisschen eher. Ich gehe mal in die Kirche. Ich bete für dein Seelenheil. Brauchst nicht Artist. Das Auto war jetzt da. Ja, ich bin beim Fahrer. Schön sauber machen, gell? Schön sauber machen, wir können nachher kontrollieren. Bill. Ja, du kannst links, rechts schauen. Wir können nachher kontrollieren. Ich hab das ja gesagt, wir können kontrollieren. Schau, für die steht sogar auf. Für die steht ja sogar auf, schau. Ja. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Siegbette. Du hilfst ihm von aller Krankheit. Ich hab da hinten ist ein Tresor, reden und nicht du. Ich bin Clown und Pfarrer. Das tut man aber nur in einem Spiel und nicht in der Realität. Das ist der Opferstock. Ah, ups. Ja, ich kreuz gerade auf dem Fahrer. Ich wollte das ist nicht nehmen vom Fahrer. Ich kreuz das nur auf. Ich gebe es ihm nachher wieder. Ich bring's nur auf die Bank. Ein unbeschreibliches Gefühl, wieder in False End zu sein. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Ja, sowieso. Wie du sehen kannst, sorgt John C. dafür, dass viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese steht, Menschen brauchen mich. Steht denn da drin? Ich trage die Verantwortung für mein Gott, hast du eine Schrift. Aber das heißt, schau doch mal die Schrift, du. Wenn wir sowas in der Schule gehabt hätten, hätten wir sofort einen Fünfer gekriegt. Sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Powerboard. Fast genau so. Du kriegst keinen Fünfer, du wärst Pfarrer. Doch! Nein! Ah, Mädel, da drinnen war gekriegt Aufräumer, gell? Also, Matratzen ausschütteln und waschen.
Ja, magst du schon schauen. Und da nicht auf dem Besen stehen, sondern in die Hand nehmen und fegen, bis wir wiederkommen. Und lackiert habe ich schon mal. Wo wir hin müssen. Warum willst du eigentlich immer ballern? Warum darf ich nicht ballern? Ja, mein Gott, nein. Ich will auch mal ballern. Oh, Baby, Baby, ballern. Oder was? Nein. Ey, dieses scheiß Radio. Ja. Müssen hätte hier, den kriegen wir schon wieder. Ich meine, bei mir bleibt es jetzt hängen. Die Pumpgun ist nicht das Richtige. Ich klammert mir ans Leben. Klammert die kurz nur, ich hab da irgendwie leichte technische Probleme. Ja. Leichte technische Probleme, wo das Leben angeht, oder? Ja, es waren da zwei so Chips mit jeweils einem so einem gepanzerten Typen. Okay. Das war halt technisch nicht schaffbar. Also das heißt, wir müssen mit unseren Schnucki da reinfahren, weil dann haben wir wenigstens eine größere Durchschlagskraft, oder? Ich glaube eher, das ist die Mission, da wo sie uns jetzt wohin führen. Bei Lavan. Die Taufe machst du. Ja. Das deswegen kommen, weil die reden ja immer irgendwas von die Blinkgeschosse. Deputy, hier ist Pastor Jerome. Sei vorsichtig. Aber wir müssen das leise machen, wegen die Gefangenen. Das geht. Das erhöht ihre Überlebenschancen. Die sind ja gar keine. Geh ich links, du rechts, oder? Warum läuft jetzt so wieder Musik? Kim, war geißen Hobby. Aua. Oh.
Orgeisen muss irgendwo versteckt sein. Entschuldigung, wenn es mir nicht gehört hab's. Das ist mir kein Risiko, ey. Seid ihr mit den Kripporten? Ah, die Geiseln haben wir schon. Drecksau. Mein Hund. Wo ist er, der Puma? Wo ist er? Wo ist er, der Puma? Komm her. Ja, der Fein gemacht. Oh, der Fein gemacht. Ja, ja. Unten steht der Silo. Unten steht der Silo? Aue. Hast du auch so einen leichten Dampf? Hä? Nein! Nein! Ich will kein Bliss! Ich frage mich nur, woher sie jetzt das Bliss auf einmal auf uns an der Feier haben. Ja, ja. Der scheiß Junkies! Zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Jetzt kriegen deine Zuschauer ganz Video aufgespült. Ja. Was säuft mir? Ja. Scheiß Chucky ist da. Aber Hauptsache Glatz und einen Bart haben. Ja. Können wir im Lichte ich will nicht getauft werden, ich bin schon getauft. Ins Paradies. Der da nicht. Er ist nicht rein. Die Axt, die was mit der Wasser druckt. Hä? Siehst du einmal ein bisschen zu viel, ha? Was? Dass er Spuchtel ist? Ja. Du musst sie lieben, John. Du brauchst da bei. Du brauchst dann irgendwann einen Fallschirm, ha? Ja, genau, das. Bring den zu mir. Ich will nicht zu ihm, dann leben wir unter Wasser. Lass mich wieder ins Wasser, bitte. Ich will nicht zum den Deppen mit Körper Sonnenbrühen. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich, oder? Nein, ich will ihn nicht. Nein, nein! Du bist hier durch die Gnade Gottes. Nein, ich will das nicht. Nein, lass mich. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Denk dir ein Auto. Auto. Auto brummen. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Tja, woher hast du den Schlüssel, dass du das warst? Aber lässig Chili hast du, lass mal die Chili da. Du wirst erkennen.
Jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich erweise sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsöhnung wert bist. Ach, Mann. Jetzt habe ich wieder meine ganzen Waffen verloren haben. Das hätte ich sagen, gell? Nein, den zweiten Slot hast du jetzt nicht mehr. Wenn du den geskillt hast. Wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein. Erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Baggies. Frauen schlockt man jetzt. Ja, ich hoffe, dass ich auch keine Schwierigkeiten mit der Musik kriege. Da haben wir die auch nachlaufen. Kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Also ich hab meine ganzen Waffen. Ich hab's auch. Das ist der erste Nimmkong. Haha. So, ihr möchtet selber, ich drück selber. Jetzt wollt ihr mich bekehren. Jetzt hätte ich fast auf dich geschossen. Ach, das ist doch jetzt die Mission mit der Brücken, genau. Ja, jetzt wirst du ja gerade nur auf den Pfarrer warten. Du musst dem Pfarrer aufgeben. Komm her. Ich habe einen Plan. Ich wusste, dass es Ärger bedeutet, als wir dich nicht finden konnten. Doch zum Glück hat der Herr mir die richtige Richtung gewiesen. Wir haben dich wieder, aber es gibt noch andere, die unsere Hilfe brauchen. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie... Es geht um Leben und Tod. Bitte, lass mich ausreden. Ich spiele aus, mal ausreden. Du hast es schon aus, bevor es überhaupt. Entschuldigung, ich war schon fertig. Was ich sagen wollte. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Hallo, das ist ein Pfarrer. Ja, er hat gesagt, schnapp dir, was du tragen kannst. Ich erinnere dich nur 2010, wo uns der Pfarrer im Wald erzählt hat, dass es was Neues gibt. Den Euro. Ja. Dank warst du da. Bitte hilf mir. Was ist das?
Ohne dich wäre ich jetzt tot. Danke. So, das ist jetzt wieder so. Und durch müssen wir. So, jetzt geht's bis zum Puppen ziemlich locker durch. Also ich bin schon Rentner, ich bin schon über die Brücke drüber. Ich bin auch schon drüber. Ich bin schon auf dem Weg nach oben. Den Penner ausschalten. Scheiße! Danke, der Beauty. Ich dachte schon, das war's. Der Beauty, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Der alte Merl kann die Spannung förmlich. Geh hier in die Mörser, oder? Nein, musst aufpassen, weil alle der Wische im Übrig nicht. Okay. Dann schau ich, dass ich dir da unten erwisch. Wie halt die Brücken. Ah, hinter mir sind's. Der Penner hat nicht auf mich aufpasst. Die passen alle nicht auf. Das mit dem Mörser ist eine gute Idee, aber die kommen auch über. Ja, über unten. Den Weg. Wir sind hier die Menschen wegen. Wie gesagt, die erwischen nicht alle. Ich geh mir auch hin. Ich hoffe, nein, dass. Bleib rum, die kommen rauf. Ah, da ist auch noch einer. Ist tot. Die Heli müsste dir gleich da sein. Um mit zum Heli jetzt spielen. Wo bist du? Steig ein! Wer wusste mit der mit? Der wäre auch noch mit. Der Name nicht auf mich aufpasst. Scheiße, da Kugel im Kopf. Was ist der denn, Bruder? Ja. Bruder. Sauer.
Reinigung. Ist noch nicht ganz abgeschlossen, gell? Oder? Schon. Robert? Wohl, hat mein Geschirr geschlossen. Hat man eben mein Geschirr geschlossen? Okay. Pastor Jerome hat uns gebeten, dich sicher hierher zu bringen. Das war wohl überflüssig. Du kannst definitiv selbst auf dich aufpassen. Also, gehört der Heli jetzt zu uns, oder? Sozusagen, ja. Ich kannte den Heli auch. Okay. Und jetzt den Heli hier. Ja, schauen wir, was hinter uns ist. Steigst du ein? Ja, ich muss hier aber hinten rein. So, geht hier. Kannst du zuerst schütten. Weil ich habe nur meinen Granatwerfer. Und darfst du nicht vergessen. Ah, der Heli hat auch keine Bewaffnung, genau. Ja, aber ich hab meinen Granatwerfer ja. Mit. Ja, immer schon mal. Mein Handgranatwerfer. Immer schon mal. Wenn wir schon danach sind. Ja. Radio ein bisschen an, weil sonst wie viel so. Okay, so. Mal nach in der Züche bitte. Wir sind ja zu weit weg, meine ich. Wer schießt da? Oh, ich muss ein bisschen dran. Entschuldige. Ich repariere schon nebenbei. Ja, ich sehe schon. Ja, echt zum Ende der Folge. Ah, du unten ist ein Heli. Schätzt denn du aus? Ich müsste eher mal schauen, wo er umgeht. Er ist aber irgendwo hinter uns. Wo ist denn der? Vor uns, da ober uns ist er. Ober uns? Ja, so, ich komme nicht durchs. Gerade ein bisschen anders. So. Ich wollte die Leute noch etwas bieten zum Abschluss der Folge. Bist du gestürzt mit Heli, oder? Ja. Ja Gott, dann sehen Sie halt einmal das. Wie der Hund läuft. Oder wirst du Arzt, wo es geht. So, bin schon wieder da. Da oben ist irgendwo Raketenwerfer versteckt bei der Base. Aber den erst schön. Da war ja irgendwo Raketenwerfer. Da. Bei dem Wichser. Ich hab's Feuer auf mich gelenkt. Scheiße.
Und Abflug. Das ist ein verflucht riesiges Schild. Mach weiter. Kein Problem. Zum Ende der Folge gibt's nochmal Krawall. Ich sehe gerade sehen, was passiert, wenn man Tiroler versucht zu bekehren. Und unter Drogen setzt. Wenn es nicht will. Ich habe jetzt aber keine Munition mehr drauf. Da hinten steht noch was von mir. Wenn du noch einen Schuss hast, da ist mir so ein bisschen von der Schütte übrig. Ja. Ich hab leider Gottes nichts mehr. Oh, Teile sind noch übrig. Ah, ich brauche gerade noch einen Schuss, brauche die. Aber. Ich halte mal mit Maschinengewehr drauf, was ich noch hab. Das muss ich auch hier werden. Ich probiere mal mehr Granaten. Ah, nicht. Verdammt! Das letzte Stück kriegen wir nicht durch, gell? Ja, eine. Ist da nicht irgendwo, da war ja der. Hä? Da ist irgendwo Munition. Hast du den da hingeschmissen? Da liegt ein Granat drauf. Ja, also wie geschmissen wir, der ist leer. Da war Munition, ja. Ja, deswegen. Das wird schon ziemlich aufregend, so viel. Wie hast du es jetzt schon gebracht? Dieses verfluchte Schild war echt widerlich. Das ist gut. Ich hab da ist Munition gelegen für den Raketenwerfer. Ah, okay, ja, bei mir ist nichts mehr gelegen. Da nimm mal meinen Raketenwerfer, schau, ob du. Ich bin da ein bisschen rumgelaufen. Ah, passt schon. Mit diesem Knall, was mein Bruder gemacht hat, beenden wir heute die Folge. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Und wir wünschen euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Tag, einen schönen Morgen, je nachdem, wann du das Video schaust. Ein Däumchen nach oben würde mich freuen, ein nettes Kommentar würde mich auch freuen. Ein Abo, und wenn ihr mir abonniert, die Glocke nicht vergessen. Und in diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Zeit. Servus!